Das war auch mein mein Lieblings-Bosskampf. Ich fand das immer cool mit den Plattformen. Es hätte von mir aus noch ein bisschen schneller sein können, tatsächlich. Die Musik ist sowieso auch sehr geil. Hier jetzt nicht so, aber im Original ist es schon geil. Nur eine? Das ist doch verarsche. Nein! Oh, ich hab nicht dran gedacht, dass der auch diagonal springen kann. Das ist doch der Wahnsinn. Ich war jetzt so erpicht darauf, dass der einfach geradeaus in das Loch reinspringt. Okay, einmal noch. Muss man jetzt eigentlich nur Glück haben? Ja, einfach nur Glück haben. Schön. Wunderbärchen. So, dann dürfen wir jetzt nach oben. Ja. Dann kommen danach die Komodo-Brüder. Ach, nicht einer der Komodo-Brüder. Das war bei Crash Team Racing. Komodo-Brüder sind hier. Hanging Out, Diginit, Cold Heart Crash, Ruination, Behaving. Das ist so mein Hass. Warp Room. Den kann ich... Nee, ich mag den nicht. Wir fangen einfach vorne an. Und lassen es über uns ergehen. Britzel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier nochmal irgendwie geheim. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier nochmal irgendwie Geheimgänge oder sowas gab. Das wird mir dann wahrscheinlich erst in den Kopf kommen, wenn ich so an der Stelle bin, wo es den gibt und dann mir denke, ach ja, stimmt. Mitnehmen. Okay, Hangel-Action. Ich mag das Geräusch auch vom Klettern irgendwie. Sollte eigentlich bis hierhin reichen, ne? Oh. Ja, da bin ich in die Lava rein. Oder in das Heiße oder was das auch immer ist.
Gott, das war so sehr, ne? Knapp. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Fehlt ja auch noch der extra Bonusraum. Gibt's wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Menge an Kisten. Okay, den hätte ich fast vergessen, ey. Ich glaube, hier gibt's nur Leben. Ich meine, da gäbe es keine Kisten. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ach stimmt, fällt mir gerade ein. Ich habe mir ja die Beta. Also ich habe mir die Beta von Crash 1 und 2. Und ich habe mir die letztens. Ja, scheiße. Auf CD gebrannt. Ich wollte es gerne auf meiner PlayStation zocken. Aber leider kommt die PlayStation nicht über den Boot-Bildschirm hinaus. Aber wenn man das über einen Emulator zockt, dann geht das. Und da ist in diesen Bonusleveln ist irgendjemand gefolgt. Ich kann es nicht. Das Wort. Ein Trojaner ist mir gefolgt. Dankeschön. Was ist das denn für ein Ton? Aber das funktioniert noch, ne? Der Chat geht nicht, aber hier die Benachrichtigungen die klappen noch. Was ist das denn? So, ach genau, die Musik in diesem Level. Ich hab von mir stehen geblieben. Da ist dieses Geräusch, was so auf, was auf das tiefe Geräusch. Nein! Oh Gott, das will. Das tiefe Geräusch, das auf die Rohre haut. Ich beschreib's mal so. Das ist total extrem. Viel zu intensiv und man hört einfach nur noch dieses Geräusch. Sehr lustig. So. Ihr kennt ja meine Spezialität bei sowas. Kurz vorm Ende in den Abgrund fallen. 3, 4. Ich habe nichts gedrückt. Warum rutscht er auf einmal von der Dings ab. Jetzt können wir das nochmal machen. Ja, ja. Und was habt ihr heute noch so vor? Ich mache heute noch bis 8 Uhr dieses Level. Dieses Bonus-Level. Muss natürlich dazu gesagt werden. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ach, scheiße, Mann! Ich hasse dieses Dreckslevel. Das ist total bescheuert. Du hast es gecallt, ja. Aber es ist noch nicht mal so, dass es durch meine Dummheit passiert ist oder so, weil ich nicht richtig gezählt habe. Oder zu spät nach rechts gedrückt habe. Sondern ich bin auf der Kiste gehüpft und bin abgerutscht davon. Ich habe nichts gedrückt. Das ist unfair. Das Spiel hasst mich. Einfach momentan. Ich kann nicht warten. Ich bin viel zu ungeduldig. So. Ich hoffe, das wird jetzt das letzte Mal.
lernst Storage langsam, das ist schön. Kennst du zufällig den Vlog Dave? Do you know Vlog Dave? Okay. Oh, 300, ja, wir haben alle. Schön. Zum Glück müssen wir das nicht nochmal machen. Vlog Dave ist ein YouTuber, der Deutsch unterrichtet, also Leuten Deutsch beibringt mit deutschen Liedtexten. Und sowas. So he teaches German with German song texts and stuff like that. Yeah, he's a YouTuber. Also does he makes let's plays. Yeah. But the Let's Plays, I think he only does the Let's Plays with in German, not in English, but I'm not sure. Mit meinem tollen Englisch hier. Okay, wir haben das erste Level Hanging Out haben wir geschafft, dann Dig in It, und das ist das, wo man sich, glaube ich, vergraben kann. Ja. Ist das das? Da hört sich auf jeden Fall von der Musik sehr danach an. Ah, hier gibt es einen... Geheimweg, ja. Genau. Oder es gibt, glaube ich... Also wenn es noch ein Level gibt, wie das hier. Nee, das ist nicht das, wo man sich vergraben kann. Oder? Behaving ist das auf jeden Fall. Also in Behaving kann man sich auf jeden Fall vergraben, das weiß ich. Aber hier gibt's... Also wenn es nicht noch so ein Level... Wenn es nicht noch so ein Level gibt, dann kann man sich hier auch... Entschuldigung, ein Warpum. You also can say check him out, also ihn auschecken. You also can say that in German. Or you say, ich werde mir ihn ansehen. Ja. Yeah. Da war ich etwas zu verwirrt. Okay, das, da kann man drüber diskutieren, ob das wirklich hätte sein müssen.